Freunde, willkommen zurück zum nächsten Part FM. Part 85 müsste es mittlerweile sein. Willkommen zum ersten 3D-Spiel in dieser neuen zweiten Saison gegen den FC Bayern München. Mit dieser Aufstellung, die laufen mal komplett mit erster Garde auf, ey. Lecco mio. Na toll. Also, das wird ein heißer Tanz. Wir sind nicht optimal in Form, ja. Sagen wir mal, wir sind nicht optimal in Form. Kameraübertragung habe ich an, wunderbar. Wir schauen aber mal, was das Ganze wird. Schauen uns einfach mal, solange wir hier nicht mega gegen die Bayern auf den Sack kriegen, ist das, denke ich mal, schon mal ein Erfolg, ja, als SC Freiburg. Kann man sich auf jeden Fall diese Ziele setzen. Und wir schauen mal, Roger Schürrle hier in der Startelf gegen seinen alten Club. Hanke wird überhaupt nicht angegriffen. Ach komm schon, hätte auch noch ein bisschen weiter gehen können, ne? Ja, Schürrle hier gegen seinen neuen Club, mit seinem neuen Club gegen seinen alten Club, so gesehen. Der FC Bayern hat ihn abgegeben für 1,5 Millionen. Mittlerweile ist er 8,5 wert. Selbst schuld, würde ich sagen. Hanke hatte heute viel Platz. Immer wieder viel Platz. Schießt aber jedes Mal zu früh. Ja, das ist die kleine Krankheit, die Kinderkrankheit des FMs sozusagen. Dass sie halt auch gut und gerne mal einfach mal so aus 40.000 Metern abziehen, wo sie noch 8 Jahre gehen können. Aber das ist der FM. So, Mike Hanke hier wieder am Ball. Sehr, sehr viel Platz kriegt der Junge hier immer. Und dann natürlich ein schlechter Pass. Jetzt müssen wir aufpassen, dass die schnellen Bayern uns nicht überrumpeln. Und jetzt passiert es nämlich auch schon. Ribery, was das war, weiß er wahrscheinlich selber nicht. Hier haben wir kurz einmal Afro-Tante im Bild. Crowd ist auf jeden Fall da, ausverkauftes Haus heute. 24.000 in the Hood. Sind am Stissel und wollen... oh, hier Ramirez, Christian. Oh, was ein Ball. Auf Mike. Ach, kriegt Mike nicht ganz unter, ne? Ja, das ist immer nicht so ganz einfach, so Bälle so anzunehmen, die ein bisschen schärfer sind. Oh, Robin, Arjen. Oh, jetzt hat Götzke Platz. Götzke hat Platz, legt nochmal zurück. Das Schmied passt auf Wunderbärchen. Du hast Afrodante. Den Ball unter Kontrolle. Ja, wir sind nicht so gut in die Saison gestartet, was Bundesliga-technisch angeht. Euroleague-technisch bis jetzt, ja, in der Quali läuft es ganz gut. Wir haben noch eine Quali-Runde vor uns. Gegen Busard, glaube ich. Gegen Basliu konnten wir uns zweimal durchsetzen. 2-0 und 3-1. Ganz locker easy. Da weitergekommen. Jetzt noch eine Runde, glaube ich, vor uns. Und dann hoffentlich heißt es nachher Gruppenphase, ne? Wäre natürlich schön. Wäre natürlich schön. Transferzeit ist aktuell auch noch am Schdissel. Wollen noch den einen oder anderen eventuell abgeben. Noch vielleicht hinter den nochmal einen dazu holen. Wobei es eigentlich aktuell gut aussieht, was den Spielermaterial angeht. Vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Jungspieler verleihen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Schauen wir einfach mal im Nachbericht nach diesem Bayern-Spiel hier einfach mal rein. Wie das Kaderplan technisch noch so aussieht. Jetzt aber erstmal ja das Spielchen gegen den FC Bayern, die noch keine riesengute Chance haben. Wir haben schon zweimal aufs Tor geschossen, jetzt gleich das dritte Mal, so wie das hier aussieht. Mike Hanke zieht wieder nach innen, lässt sich den Ball aber abnehmen von Afrodante, Schuster, Schürrle, Roger Schürrle. Ah, guck mal, er ist heiß gegen seinen Ex-Verein, willst du den Bayern zeigen? Das ziehen das Namen war die falsche Idee von den Bayern. Das wird er jetzt... Werden die Bayern, haben sie auch schon gemerkt, werden sie aber wahrscheinlich heute hoffentlich auch noch feststellen. Höhn kriegt Arjen gestoppt. Jawohl, sauber. Höhn auch den Sprung aus der zweiten in die erste geschafft dieses Jahr. Da wir den einen oder anderen abgeben mussten. Hanke, Mike Hanke, Hanke. Ah, lässt sich da abkochen, ne? Lässt sich da abkochen, leider. Schade. Ja, Mike... Ah, diesmal nimmt der Schürrle mit Roger Schürrle, aber Manuel ist wieder da. Ja, kein Problem für Manuel, ne? Der ist immer am Start, der weiß immer, was Sache ist. Schmied. Ah, Jonathan. Nochmal, zweiter Versuch. Oh, der, wenn der durchgekommen wäre, dann wäre Polen am Brennen gewesen, Freunde. Christian. Ah, stört da so ein bisschen so ganz nebenbei. Schürrle macht heute seinen Job gut als Spielmacher, ne? Verteilt die Bälle da vorne gut. Nimmt die Freunde da vorne gut mit. Und jetzt haben wir hier einen schönen Freistoß, Freunde. Gelbe Karte für den Toni. Ja, für Bastian. Sorry, für den Bastian. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wer den jetzt schießt. Schießt Schuster jetzt wieder? Hat Schürrle gute Werte? Ich weiß es gar nicht. Wer ist das? Ich glaube, es ist nicht Schuster, oder? Ist das Schuster? Ja, es war Schürrle. Ach, guck mal. Dann hat er den Dante mal kurz mitgenommen. Hat den Dante fast aus dem Afro gekegelt.
Kamuja. Stark aufgepasst. Schürle und direkt weitergeleitet. Direkt den Kopf nach vorne. Hier wieder Mike. Zweiter Versuch. Sieht, dass Schmid da vorne ganz frei durchläuft. Schmid kann flanken. In der Mitte. Ist der Manuel. Ist der Manuel. Es wäre Ramirez, glaube ich, da gewesen. Oder ist. Nee, John ist das. John. John wäre da gewesen. Bis jetzt kein schlechtes Spiel hier von uns gegen die Bayern. Wobei sie jetzt mal durchkommen. Ja, jetzt gibt es Freistoß. Wusste er sich nicht mehr zur Hälfte. Helfen. 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 Na, jetzt bin ich mal gespannt. Die Bayern, Ribéry, Ecke. Eckball für die Bayern hier. Wollen wir schauen. Wer schlägt die Ecke? Groß schlägt die Ecke. Barz ist da. Kommt er raus. Wunderbar. Gibt es hier eventuell schon früh in der Saison eine Torwartablösung? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eigentlich war ja Müller für diese Saison als Torwart geplant. Der Heinz. Jetzt hat er ein, zwei Spiele, beziehungsweise das Spiel gegen Köln echt schlecht gemacht. Bei dem jetzt Barz drin und der macht seine Sache da vorne echt super, ne? Oh, mal schauen. Darida. Oh, schön. Wenn der direkt durchgekommen wäre und jetzt von Schürrle auf. Die Ideen sind gut, ja, die Ideen sind dufte. Es fehlt es nur so ein bisschen in der Umsetzung. Ramirez, da müssen wir gleich nochmal die Laufwege anpassen. Der ist zu weit vorne. Der ist zu weit vorne. Das ist nicht so gut. Der muss zu viel nach hinten sprinten. Da sind zu viele Löcher hinten. Der muss ein bisschen weniger nach vorne rennen. Aber ein Unentschieden zur Halbzeit gegen die Bayern ist doch schon mal nicht schlecht. Wir schauen uns jetzt mal die Noten an. Ja, alles durchschnittlich gute Noten. Also durchschnittliche Noten halt, ne? Wir haben Schürrle hier, der hat mir jetzt gut gefallen. Ich würde jetzt auch keinen auswechseln, also wir lassen es erstmal so sagen. Lasst uns genauso weitermachen und motivieren hier vorne nochmal die beiden Viererkandidaten. Und ja, auch in der Abwehr nochmal ruhig motivieren. Warum denn nicht? Wir bleiben erstmal so. Also, hat mir gut gefallen, wir bleiben so. Gehen mit dem 0-0 in die Halbzeit und mal gucken, was die Bayern jetzt machen, weil die müssen, wenn wir gegen die Bayern verlieren. Sagt hinterher auch keiner was. Ribéry. Ah, Mucha, pass auf. Die Kaderanalyse hat ergeben, Mucha ist ein Kandidat für die Transferliste. Verstehe ich gar nicht. Klar, ja, der Neueste ist er nicht mehr, sage ich jetzt mal so, ne? Aber ist er immer noch Stammspieler, ist immer noch top drauf, der Typ. Wenn wir jetzt mal irgendwann so einen kriegen im Nachwuchsbereich, einen Rechtsverteidiger, sage ich, komm, dann lassen wir Mucha nochmal ein Jahr Stamm spielen und bauen hinter Mucha dann den neuen Rechtsverteidiger so ein bisschen auf. Ab und zu mal so ein paar Kurzeinsätze, auch mal vielleicht noch eine Halbzeit spielen lassen. Und dann kann er irgendwann dann Mucha begraben, sozusagen. Ersetzen hört sich ein bisschen besser an. Barz ist da. Der war auch wichtig, sonst wäre nämlich Götzke da gewesen und dann, jetzt gebimmelt ist wahrscheinlich, ne? Wenn der Mario, der beste Spieler der Liga, und auch der teuerste Spieler der Liga. Wenn der da durchrasselt, ist das nicht so unbedingt dufte. Da ist. Ah, schade. Schade. Da ist der Mike von Manuel gedeckt worden, sage ich jetzt mal so. Der Rieder passt auf. Oh, schön. Schön gesehen, dass Schmid auf den Außenplatz hat. Jetzt kann er flanken. Er flankt auf. Wieder was für Manuel. Nochmal mitnehmen müssen den Ball und der ganzen Ruhe flanken. Nicht so aus der Drehung. Hektisch, mektisch. Ist meistens nicht so gut. Meistens nicht so stark. Schürrle passt auf. Verdribbelt sich dagegen Martinez. Ah, das ist natürlich jetzt eine gefährliche Situation. Unnötiger Ballverlust im Mittelfeld. Arjen Robben, aber Barz ist am Stüssel. Was war das denn? Meine Herren. Da hat er mal einen rausgehauen. Kam der denn her? Oh, Schmid, Boateng, Diagne, passt auf. Boah. Da haben wir mal kurz Billard im Strafraum angesagt. Und jetzt Hanke. Jetzt kontern wir im eigenen Stadion. John über die Außen. Müsst jetzt mal ein bisschen den Tempo einlegen. Nimmt Hanke mit. Mike Hanke. Hat Platz. Mike Hanke alleine vor Manuel Neuer Luft. Oder ist das Ding drin? Mike Hanke. Mal wieder unser Mike, der trifft jedes Game. Ist das herrlich. Und er macht's einfach auch mal wieder Weltklasse. Und wir führen gegen die Bayern. Hätte man das jemand vorm Spiel gesagt, hätte ich gesagt, Freunde, ist klar, gegen Köln verlieren, gegen Bayern gewinnen. So sieht das nämlich aus. Ribéry, jetzt müssen sie machen. Jetzt haben sie Bock, jetzt haben sie Druck.
Das heißt, sie haben Bock. Sie müssen jetzt. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Wir können uns jetzt zurücklehnen. Aber wir spielen pralle nach vorne. Da, Hanke war gut gemeint. Ist aber ein bisschen zu weit für den John. Und wir wechseln jetzt das erste Mal aus. Wir nehmen raus Jonathan Schmid und bringen dafür Felix Klaus. Der Felix kommt mal wieder zum Einsatz. Der wird sich freuen, ne? Der hat ja eine ganze Zeit lang in der ersten Saison immer ein bisschen Stamm gespielt. Mittlerweile dann wieder auf die Reservistin-Rolle zurückgesprungen. Da Schmid einfach auch wieder topfit da ist. Jan Kirchhoff kommt rein für den Afro-Dante. Also jetzt ein bisschen Bewegung da hinten in der Verteidigung. Bisschen frisches Blut. Schüsse aufs Tor, ja. Also wir haben nicht wirklich jetzt unbedingt die Mega-Chancen gehabt, dieses Spiel, ja. Mike hatte ein, zwei Schüsse aufs Tor, die aber mehr oder weniger ungefährlich waren. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt sind sie hier in Überzahl. Arjen Robben, was macht er? Er schießt direkt aufs Tor. Aber Bart ist wieder da. Ganz starkes Spiel heute vom Holger. Diagne passt auf, zusammen mit Höhlen. Wunderbar. Genau deshalb ist Diagne auch so wichtig. Deshalb, genau deshalb will ich ihn auch nicht so gerne abgeben. Götze auf Robben. Und oh ja, da ist das Ding jetzt drin. Oder? Nicht drin. Nicht drin. Ah. Ja, das war eine ganz kuriose Situation. Das war eine ganz... da war ich nicht sicher, ob das Ding nicht drin war. Ich weiß auch nicht, ob Barca noch dran war, aber das Ding... Ah, jetzt machen die Beine natürlich Druck, ne? Jetzt machen die Beine natürlich Druck. Arjen. Wieder Barz. Wieder der Barz. Der hat ein überragendes Spiel heute gemacht. Jetzt haben wir natürlich auch ein bisschen Glück, ne? Hanke, kein Abseits, kriegt den Ball aber nicht richtig mit. Frank hat jetzt schön Platz. Frank nimmt sich auch den Platz. Frank nimmt sich auch die Zeit. Und da ist was? Das Ei, das ist das Eigentor. Das Eigentor. Da war die Abstimmung nicht richtig. Da war die Abstimmung nicht so, wie sie sein sollte. Barz wollte sich den schnappen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wer es war. Ich glaube, es war Höhn. Hat gedacht, komm, spiele ich mal safe zurück zum Torwart. Das hat nicht ganz funktioniert. Och, wie ärgerlich ist das. Verspielen wir uns hier unseren eigenen Sieg, ist die große Frage. Wir bringen mal Levenel Tonali rein. Für Schuster. Wenn der Wechsel überhaupt noch stattfindet, das weiß man ja im 3D-Modus immer recht. Kann man immer recht schwer bestimmen. So, John hier nochmal über die Außen, flaggt nochmal in die Mitte. Darida kommt nicht ran. Jetzt müssen wir uns aufpassen, denn zumindest das 1-1 mitnehmen hier. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll für uns. Wieder über außen, diesmal abseits. Dann kann jetzt auch der Wechsel ausgeführt werden. Wenn wir dann Wiederholung... Ja, wunderbar. Abseits sehen wir. Ganz toll sehen wir das hier. Wunderbar. Mensch, wie ärgerlich. Und gerade der Höhn, ne? Für den tut es mir leid. Der Junge. Da hat die Abstimmung einfach nicht gepasst, ne? Da war es einfach von der Abstimmung her nicht gut genug. Aber gut, sowas passiert mal, ja. Ich meine, Barz und Höhn, die haben jetzt auch noch nicht 8000 Jahre zusammengespielt. Das ist, glaube ich, das erste Spiel von den beiden zusammen. Höchstens mal an der zweiten Mannschaft vielleicht zusammengekickt. Also da dürfen wir denen jetzt auch keinen Vorwurf machen. Das passiert mal den jungen Spielern, so ist es dann nämlich, ne? So ist es dann. Schürrle. John. Thiago jetzt mittlerweile neu im Spiel, genauso wie Sherdan Shaqiri. Jetzt Tonali hier sieht schön auf außen, John. Was tut John jetzt? Will da im Dribbling sich gegen Lahm durchsetzen? Das wird aber nichts. Und jetzt müssen wir aufpassen, ja? Robben, aber schön. Da hinten unsere Abwehr ist am Start. Klaus hat da Glück im Unglück. Bolz den Ball nach vorne zu Mike. Und der ist natürlich im Abseits. Das sieht natürlich jeder Blinde mit Krückstock hier. 2 Minuten Nachspielzeit. Ich denke mal, mit dem 1-1 können wir ja auf jeden Fall leben. Klar, den Umständen entsprechend ein bisschen ärgerlich. Aber wir können mit dem 1-1 auf jeden Fall leben. Denke ich mal, da sage ich jetzt nichts Falsches. Wir müssen jetzt bloß hinten aufpassen, dass wir das auch halten, dieses besagte 1-1. Oh, da wird ja durchgehen, ne, Freunde. Dann ist hier aber echt der Mai am Tanzen, würde ich sagen. Der Mai am Tanzen. So, da ist sie vorbei, 1-1. Ja, ist okay. Also als erstes Heimspiel haben wir hier, glaube ich, kein schlechtes Spiel präsentiert gegen den FC Bayern. Jetzt hier 1-1 hinzulegen, ist, denke ich mal, eine auf jeden Fall sehr machbare Sache, ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part, dann gibt es den Nachbericht und eventuell auch nochmal ein paar Transfers. Mal gucken, was wir noch so machen. Hier sehen wir nochmal das 1-1, sehr ärgerlich. Also bis dann, Freunde. Tschüss, gönn.